Danke für die Einladung. Ich freue mich, jetzt mal in Ihrem Studio zu sein. Mein Dorf liegt genau an der Grenze zu Tadschikistan, an Amu-Fluss. Das nennt man Uxus, sogar die Griechen damals in der Nähe waren. Mein Dorf wurde von den Taliban und auch andere Dörfer in diesem Teil, in der Provinz Tachar, an der Grenze zu Tadschikistan, vor 3 Jahren erobert. Mhm. Und seitdem leben meine Familienmitglieder, ein Bruder von mir, eine Schwester und viele andere, also Cousins, Onkel und so weiter, die leben in ihren Dörfern unter der Herrschaft der Taliban. Mhm. Ich habe dort ein Haus gebaut in meinem Dorf mit der Hoffnung, 2003, 2004 habe ich das von meinem Ersparnis aufgebaut, den Hof, um sozusagen den Namen meines Vaters wieder zum Leben zu rufen. Mhm. Wir haben Höfe gehabt, unter den Sowjets afghanischen Krieges zerstört worden waren. Ich wollte jetzt wieder einen Hof bauen, habe ich das gebaut. Bis 2013 habe ich auch das genossen. Ich bin hingegangen, jedes Jahr 2-3 Monate geblieben. Und vor 1,5 Jahren haben die Amerikaner das Haus bombardiert, das Dorf bombardiert, vor allem mein Haus, weil der Taliban Gouverneur dort sich eingenistet hatte. Mhm. Und damit habe ich die Hoffnung verloren. Ja. Jetzt waren Sie auch seitdem vermutlich nicht mehr in Afghanistan. In Ihrem Dorf herrschen die Afghanen, die Taliban schon seit 3 Jahren, sagen Sie. Wie beobachtet jetzt Ihre Familie diese Machtübernahme in Kabul am Sonntag? Ich bin jedes Jahr 2-mal in Afghanistan. Ich war schon im Dezember in Afghanistan bis Mitte Jänner. Ich bleibe in Kabul, von Kabul aus. Ich habe die Schule, das Gymnasium in Kabul besucht. Ich liebe die Stadt Kabul. Von dort aus dann fliege ich in verschiedenen, oder fahre ich in verschiedenen, bin ich gefahren in verschiedenen Provinzen, wo es sicherer war, um für meine Expertentätigkeit, also Informationen zu sammeln. Meine Familie hat, es ist so, dass meine Familie nicht, keine großen Schwierigkeiten mit den Taliban gehabt, weil wir, außer ein Bruder von mir, der Gouverneur war und ein kommunistischer Anführer war in Nordafghanistan, in unserer Provinz, der ist in den USA ausgewandert vor 2 Jahrzehnten. Sonst haben wir mit den Taliban kein Problem gehabt, kein besonderes Problem. Daher kann ich mich nicht beklagen, was die Taliban dort angerichtet haben, außer dass sie in meinem Haus waren, das Haus zerstört wurde. Aber das geht nicht auf Kosten der Taliban, sondern auf Kosten der diejenigen afghanischen Armee, die eine Koordinat den Amerikanern gegeben haben, wo sie bombardieren sollten. Ich weiß nicht, ob das absichtlich war oder doch, die Amerikaner wollten den Taliban-Gouverneur erwischen, aber sie haben ihn nicht erwischt, er war nicht da. Jetzt haben die Taliban vor einigen Tagen die erste Pressekonferenz seit ihrer Machtübernahme gegeben, haben sich da betont moderat gezeigt, haben gemeint, ja, Frauen dürfen jetzt auch weiterhin arbeiten gehen, dürfen studieren, müssen keine Burka tragen. Mhm. Was steckt da hinter dieser Propagandashow? Das letzte Wort, Burka tragen, haben sie nicht gesagt. Wenn sie gehört haben, kann ich mir vorstellen, dass woanders berichtet wurde. Aber Taliban würden auf Burka nicht verzichten. Burka in Vollschleierungsform oder ein langes Tuch, was auch immer. Sie würden auf keinen Fall die Frauen mit offenem Kopf, offenen Haaren nicht auf der Straße lassen. Sie müssen bedenken, dass die Frauen nach Scharia, nach islamischem Recht, aber nach afghanischer Tradition, sie dürfen ihre Reise nicht zeigen. Das heißt, sie dürfen nicht einem Mann, so wie wir jetzt sitzen, ins Auge schauen. Und daher, sie müssen jetzt unter den Taliban also sich den anderen unterstellen, den Männern, der Regierung. Und sie müssen warten, ob die Taliban ihnen Rechte geben oder nicht.
die Rechte, die Frauen verlangen, nichts anderes als arbeiten zu dürfen. In einem Land, wo keine Arbeit gibt, sind die Frauen mehr, sie schaffen Arbeit. Sie sind mehr initiativ für Initiative zu haben als die Männer. Und sie sind auch fleißige Personen, zum Beispiel als Hebammen, als Krankenschwester. Vor allem in den Dörfern, wenn sie auch Analphabeten waren, könnten sie schnell einen Hebammenkurs besuchen und der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Daher, und diese Frauen, die diesen Job leisten und sich verschleiern und akzeptieren, was die Taliban sagen, sie würden nicht großes Problem haben. Sie sind besorgt, dass sie ihre Kinder ernähren. Aber die Frauen, die aus den dörflichen Verhältnissen sind, wie in der Stadt, wenn sie studiert haben, wenn sie Bildung hatten, wenn sie in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, in den Medien als Moderatorin gesessen sind, als Ministerin gesessen sind, das ist sehr hart für diese Personen. Und sie sind auch in Gefahr. Das heißt, sie sind auf der Liste der ISI, der Arbeitgeber der Taliban, pakistanische Geheimdienst, aber auch damit auf der Liste der Taliban. Die Gefahr besteht für diese Personen. Diese Personen sind teilweise geflüchtet. Sie sind auf der Liste wahrscheinlich, ich hoffe, der amerikanischen und der deutschen und anderen ausländischen Botschaften, sich schleunigst ins Ausland zu bringen. Wie beurteilen Sie momentan das Auftreten der Taliban? Was wollen Sie im Moment? So. Die Taliban haben, ich habe jetzt vor 5 Minuten auch telefoniert, die Taliban haben bisher sich tatsächlich moderat gezeigt. Die Taliban, die 1996 gekommen sind, waren sie harsch. Sie haben, wenn sie eine Frau erwischt haben, die ihre Zehennägel gefärbt hatten und dass die Taliban das gesehen haben, haben sie gleich geschnitten. Also oder abgehackt haben oder einfach die Leute auf der Straße. Jetzt gerade zum Beispiel ein Bild von einer Frau, die da offensichtlich auf der Straße verprügelt wird. Mhm. Also schreckliche Bilder, die uns da von dieser Woche aus Afghanistan erreichen. Ich weiß, wo das Bild entstanden ist. Kann ich nicht sagen, ich habe auch nicht gesehen, aber was die Taliban jetzt machen, vor allem, wenn sie gehen gegen die Diebstahl oder die Diebe, die sie geben auch sogar zu, dass es in ihrer Reihe solche Personen gibt, dass sie mit diesen Leuten sehr hart umgehen. Aber andererseits, sie haben die Bevölkerung auf eine Zusammenarbeit aufgerufen. Sie haben in den Ministerien nicht alle Beamten, die mit den Taliban kooperieren, sie dürfen wieder in den Ministerien hinkommen, arbeiten. Ist egal, welche Ministerium, auch Sicherheitsministerium, das Verteidigungsministerium. Einige Freunde von mir sind dort. Heute waren sie an ihrem Arbeitsplatz, auch wenn keine Arbeit gibt. Aber alle Ministerien sind von den Taliban selber besetzt worden. Und sie erzählen, also meinen Freunden haben sie erzählt, wir wollen diese Strukturen, die aufgebaut worden sind, nicht zerstören. Wir wollen die wieder aufbauen. Natürlich, wir wollen als erste Macht, wollen wir da regieren. Mhm. Politbeobachter meinen, es gäbe bereits Deals mit China. Was wissen Sie darüber? Der chinesische Außenministerium hat die Taliban schon, bevor sie nach Afghanistan gekommen sind, haben sie getroffen und sie gebeten, die Kämpfer, allgemein wird Terroristen genannt, die Kämpfer, uigurische Kämpfer, die türkische Kämpfer gegen die China, dass sie diese Leute in Afghanistan nicht erlauben, dort zu bleiben oder sie sollen von dort vertreiben. Und es gibt eine Konferenz, das bis heute noch dauert in Doha, in Katar. Und nach dieser Konferenz ist ein Kompromiss entstanden, wonach auch die Taliban rasant in Afghanistan einmarschieren könnten. Das Leid wird von den USA geleitet. Wenn die USA das leugnet,
glauben Sie mir als Experte als den USA, ist die Wahrheit des USA, China, Russland und die Regionalmächte gemeinsam den heutigen Taliban erlaubt haben, in Afghanistan einzumarschieren, in Afghanistan gleichzeitig der Präsident Ashraf Ghani hat den Platz immer frei gemacht. Wenn sie in eine Provinz einmarschiert sind, hat er sofort seinem Armeechef das Befehl gegeben, nicht gegen die Taliban zu kämpfen. Nun, die Chinesen, wenn sie sagen, dass sie Vertrag abschließen, sie haben schon, als die Amerikaner gekommen sind, haben sie mit afghanischer Regierung Verträge abgeschlossen, aber die wurden von den USA verhindert. Wenn die Chinesen jetzt mit den Taliban Verträge abschließen, ob die USA das erlaubt, das hängt von der Beziehung USA und Chinesen ab. Rechnen Sie mit Flüchtlingsströmen nach Europa? Nein. Also Flüchtlingsströme, man muss ja Sachen voneinander unterscheiden. 2015 hat Frau Merkel die Flüchtlinge eingeladen. Ja, sie hat gesagt, die Deutschen müssen ein nettes Gesicht zeigen. Ja. Und gemeint war auch die syrische Flüchtlinge, nicht die afghanische Flüchtlinge. So was ist 1980 passiert gegenüber den afghanischen Flüchtlingen, damit sie aus Afghanistan weggehen und sozusagen und die syrische Flüchtlinge von Assad weghaben wollten. Aber sie haben nicht gewusst, dass Hunderttausende Afghanen, Nordafrikaner und Iraner, unsere Iraker in der Türkei, in Iran und in Griechenland auf die Flucht nach Europa warten. Und sie haben mit den syrischen Flüchtlingen gemeinsam sind sie nach Europa gekommen. Heute hat niemand sie eingeladen. Die Tore werden jetzt dichter gemacht dort, Frontex, beziehungsweise zumindest sind die Europäer aware, also sie versuchen, die Flüchtlingsströme zu stoppen. Daher gehe ich davon aus, dass die EU mit der Türkei diese Frage klären wird. Die Türkei braucht Geld. Und die EU möchte, dass die Flüchtlinge nicht kommen. Und Türkei ist ein großes Land und das tut der Türkei nicht weh, viele Flüchtlinge zu haben, aber dafür Milliarden von der EU zu kassieren. Und das wird also meine Hoffnung, dass ein großer Flüchtlingsstrom verhindert, aber ein kleinerer Teil von Flüchtlingen, auf welchem Wege auch immer, die Schlepper kennen viele Schleusen, wie sie die Flüchtlinge nach Europa bringen. Das ist ein gutes und lukratives Geschäft. Abschließende Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil uns leider die Zeit schon ausgeht. Innenminister Karl Nehammer hat sich für Abschiebezentren in den Nachbarländern von Afghanistan ausgesprochen. Ist das umsetzbar? Nein. Ein Herr Nehammer, Innenminister, ein kleines Land, das kann das nicht bestimmen. Es kann EU, USA, also größere Länder bestimmen, wie die Flüchtlinge in der Zukunft mit den Flüchtlingen umgegangen werden. Ich glaube nicht, dass bis jetzt gibt es so eine Idee nicht. Allerdings werden sie in großen Ländern, in den Nachbarländern Iran, Pakistan und dann schließlich in der Türkei doch größere Lager gebaut werden, automatisch unabhängig von Herrn Nehammer, dass dort dann internationale Gemeinschaft tätig wird mit Hilfe.